Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind hier auf der Map Mühlenkreis Mittelland. Ich bin der Schottli von der Test Area und während ein Traktor pendelt und hin und her fährt und für uns Silage verkauft, ist der andere bei uns auf dem Grasfeld zugange und ist noch am Mähen. Der wird dann später auch schwarten und sammeln und das Ganze wieder in den Fermenter bringen. So, hier, ne? Hochmotivierte Mitarbeiter, die super schnell unterwegs sind. Miau. Ja, was ich will, was ich machen will, sind jetzt Missionen. Und damit wir zu Geld kommen. Allerdings. So, durchsortieren. Ah, viel ist nicht, ne? Wir haben März. Wir können pflügen für 15.000 bei Feld 80. Da bräuchte ich aber jetzt wieder einen freien Traktor. Dann würde ich nämlich statt pflügen. Obwohl. Komm, wir machen das. Vertrag akzeptieren mit Geräte ausleihen. Ich glaube zwar, dass Feld 80 verdammt groß ist. Hätte ich vielleicht vorher gucken sollen. Oh ja. Dann haben wir wieder so eine minimale Arbeitsbreite beim Pflügen. Naja, egal. Fahrzeug steht bereit. Ich will mal sehen, wo es am günstigsten ist, um Feld 80 anzubinden. Ob es das jetzt wert ist, die 15.000. Wir werden sehen. Da. Binde ich mal die 80 erst an. Das ist hier ein Riesenfeld. Sind hier in einer ziemlich östlichen Ecke. Ich fahre mal auf den Acker. Wir haben ja einen Allradwecker. Ne? Ich muss eine Stelle finden, die mir halt den Zugang zum Feld bietet. Also ich sehe das nicht, dass ich jetzt hier mit einem normalen Flug arbeite. Und ich will mal versuchen, ob wir mit dem Missionstraktor, aber einen oder unseren Tiefenlockerer hier was erreichen kann. Aber ich finde immer noch keine passende Feldzufahrt hier. Ja. This is not funny. This is not funny. Ich habe hier nichts, wo ich sagen kann, das mache ich jetzt als Feldzugfahrer. Das bringt auch 15.000, aber das ist ein Wahnsinnsfeld. Ne? Okay. Wir brauchen ja eigentlich nur den Punkt, Zielpunkt, wo der steht. Das ist hier. Und das ist dann 80. So, jetzt muss ich nur, dass wenn der von der anderen Seite kommt, er dann auch eine Chance hat, an die 80 ranzukommen, ohne auf der Straße zu stehen. Ja, das sehe ich halt nicht. Dann müssen wir aufs andere Feld und dann ausholen und einen Bogen fahren. Weil die Straße hier so eng ist, ja. So, ich werde Feld 80 jetzt runterziehen. Und dann bringen wir den Pickup nach Hause. Und dann holen wir uns mal das ausgeliehene Monster. Wie viel Arbeitsbreite hätte der denn?
Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. 4,4 Meter sogar. Mein Tiefenlockerer hat nur 4 Meter. Vielleicht lohnt es sich ja dann. Tiefenlockerer hat 4 Meter. Der Pflug hat 4,4 Meter. Jetzt müssen wir mal gucken, wie schnell der ist. 12 km/h. Der Tiefenlockerer auch 12 km/h. Dann bin ich mit dem Pflug trotzdem besser dran. Weil der dieselbe Arbeitsgeschwindigkeit hat. Ne, hat er nicht. Mein Tiefenlockerer hat eine höhere Arbeitsgeschwindigkeit. Genau. Also, wir fahren mal unseren Tiefenlockerer hören und dann sehen wir weiter. Ich darf halt am Missionsende nur nicht vergessen, den Tiefenlockerer wieder zum Hof zu bringen. Sonst liegt er da auf dem Feld rum. Dann muss ich erst wieder los und gurken, um den zu bergen. So, bla 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 bla. Fruchtumfahrung kann ich bei dir deaktivieren. Spät früh, ich muss dir andere Geschwindigkeiten geben. Du schaffst 40. Wendemanöver darfst du mit 15 und rückwärts mit 10. Das erlaube ich dir. Erster Wegpunkt. Ja, 80. Job erstellen. Ich habe die, ach, ich habe den Pickup weggeschickt, aber die Fangkurse noch nicht eingebaut. Das sollte ich machen. Wenn wir schon ein Feld erschließen, auch die Fangkurse. Ne? So, sagen wir mal 4x4 sind 16, sind 20, 24, 28, 32, das reicht. Vollgewinde, wir beginnen auf Bahnen, wir machen keine scharfen Kurven. Ist ja nur eine Mission, ne? Und dann machen wir einen Ordner mit Feld 80. So, Kurs speichern. Tiefenlocker mit 4 Meter. So. Wollen wir den auch zu Feld 80 fahren lassen? Wird jetzt hier wieder bei mir um den Pudding fahren. Ich muss den Pickup auch dahin schicken. Ich sollte den Pickup zuerst zu Feld 80 schicken. Der ist schneller. Ich muss die Fanglinie noch einfahren, ne? Und ausfahren. Also wenn schon, denn schon. Ich habe das Gefühl, weil der 80 ja so relativ groß ist, dass wir mit dem Feld 80 noch öfters zu tun haben werden. So. Und dann würde ich sagen, fahr los. Und Action. Der hat seinen Job getan. Er muss jetzt warten. Ab zum Hof. Haben wir hier schon... Naja, die Veränderung wird wohl kommen, nachdem wir das Gras runtergeholt haben, vermute ich. Ah. Ansonsten wüsste ich nicht. Auch nicht um die Bodenbearbeitung. Die ist ziemlich mittig. Bei dem Wert hier auch bei 5,0. Na, wir werden sehen. Mein Tiefenlockerer funktioniert schon mal nicht. Das ist sehr, sehr traurig. Damit habe ich mir ganz schön was ans Knie gebunden. Der Tiefenlockerer, den ich sonst noch kaufen könnte, der hier bei den Flügen ist, der würde funktionieren, ne? Naja,
Jetzt kann ich erstmal zurück zum Hof, den Tiefenlockerer wegbringen. Und dann kann ich den Flug holen. Und dann sehen wir weiter. Ja, jetzt muss ich natürlich auch den Kurs wieder neu berechnen. I love it oder auch not. Schmeiß den Kurs raus. Dann kann ich den Kurs erstmal wieder löschen. Genau. So. Job erstellen. Du kannst fertig werden, wo du willst eigentlich. Dann kurz vor irgendeiner Ecke. Wir haben 4,4 Meter ein Fahrzeug. 8 Vorgewinde, Bahnen, Weich, Freien überspringen. Ich mach mal eine, damit er beim Wenden es einfacher hat. Generieren. So. Und dann speichern. Feld 80. Nennen. Pflügen. 4,4 Meter. Also ein 4,4 Meter Flug, der braucht schon PS. Ne? Aber es fragt nicht nach Sonnenschein. Guckt euch das gespannt an. Das passt gerade so auf die Straße, wa? Na komm, wir haben noch mehr zu tun. Mittlerweile sind 147.000 Euro auf dem Konto. Und das steigt noch. Das ist gut. Das ist gut. Wie viel haben wir noch drin im Fermenter, das wir verkaufen können? 20.000. Eine Tour noch. Okay. Eine Tour noch. Ich würde ja gerne eine Mission nehmen, wo Stroh anfällt. Aber die gibt es um diese Jahreszeit nicht. Also habe ich jedenfalls nicht gesehen. Ich habe aber auch jetzt gerade nicht im Hinterkopf, ob ich richtig hingeguckt habe. So, ich habe hier immer noch einen Grubber stehen. Weiß Gott warum. Grubber-Mission vielleicht später. Mit dem Grubber vor seinem Einsatz eh erst pimpen. Pimp mal Grubber. Pimp mal rein. Wenn wir das Feld abgeräumt haben, werde ich wieder mulchen, aber. Aber. Wie ist denn die Feldbewertung überhaupt? Ich habe ja jetzt hier schon wieder was runtergeholt. Ja, 22.000 Gewinn. Und hier 18.000 Gewinn. Das ist aber nur der Graspreis, gell? Sollte ich das mal zurücksetzen? Ich weiß nicht. Gesamteinnahme plus 204 Euro. Plus 145 Euro. Ja, wie gesagt, diese Bewertung hier mit der Bodenbearbeitung. Wann sich da was tut, wäre interessant für mich. Mal sehen. Das Mulchen ist ja Bodenbearbeitung. Dementsprechend müsste ja da sich dann auch wegen dem Mulchen was ändern. Ne, wahr? Ja, so. 4,4 Meter Arbeitsbreite bei 12 km/h. Pflügen gibt für die Bodenbearbeitung ja 0 Punkte. 0.
Narda. Je flacher die Bodenbearbeitung ist, umso besser. Schaut mal, er muss nicht zurücksetzen. Das spart eine Menge Zeit, dass er nicht rückwärts rangieren muss. Da ist das mit der Einreihe überspringen und dem guten Abstand zum Feldrand eine tolle Kombination zum Zeitersparen. Und wir, ja, es wirkt. Ja, das wird jetzt eine Stunde 20 dauern. Ich lasse einfach erstmal laufen. Wir werden dann sehen, wo wir am Ende rauskommen. Hier wird jetzt geschwadet. Und dann gucken wir noch mal bei den Missionen rein. Sehen, pflügen, düngen. Da ist eine Grubber-Mission. Die könnten wir mit unserem eigenen Grubber machen, wenn wir denn einen Traktor frei hätten. Ne? Pflügen, pflügen, düngen. Düngen, pflügen, düngen. Also eine Menge Düngemissionen. Ansehen. Auf Feld 72. Für 15.000. Ah, das, yeah. Feld 72 ist auch wieder so ein Brocken, ne? Bin ich mir ganz sicher. 78, 77, 76, 75, ah, hier 72. Oh ja, und der Zug steht da oben immer noch rum. Das ist gut. Der wird wohl beim nächsten Spiel Neustart anlaufen. Er wird. Das Problem beim Sehen ist ja auch wieder die Geschichte, dass du wieder Saatgut brauchst und kaufen musst, obwohl das Saatgut, das dann überbleibt, könnte ich auf dem Hof lagern. Das ist auch nur eine Sämission. Wir haben mehrere Düngermissionen. Dünge das Feld mit einem beliebigen Dünger. Ja, aber das kann ich auch wieder knicken, weil der Düngerverbrauch so hoch ist. Ich bräuchte dann einen Traktor mit einem Sensor. Der wird da wohl kaum dran sein, ne? Der Sensor. Weil bei dem hier sind die Sensoren dann auch nicht dran. Er braucht sie beim Pflügen nicht. Aber ich meine so insgesamt, ne? Kann ich mir nicht vorstellen, dass wir für Missionen, wenn wir Precision Farming aktiv haben, die entsprechenden Sensoren kriegen, um Dünger zu sparen zum Beispiel. Uns fehlt noch eine ganze Menge. Uns fehlt Traktoren und fehlen Feldflächen und überhaupt. So, du fährst jetzt zum Hof. Kannst dann mit dem Ladewagen schon mal Gras sammeln, während er schwadelt. Ja, so dünn ihr seht die Mission. Ich habe gehofft, bei den Missionen kommt mehr bei rum. Obwohl ich ja jetzt eigentlich. Ja, wenn der Traktor jetzt frei wird, dann könnte ich den Traktor nehmen. Können wir denn auch mit Mist düngen? Flüssigdünger, Mineraldünger, Gülle oder Mist? Na guck mal, wir könnten den Sensor nehmen, wir könnten unseren Miststreuer nehmen und dann könnten wir die ganzen Düngemissionen abarbeiten. Eins, zwei, ah, das wird kaum Geld, ne? Drei. Das Einzige, was wirklich noch mal Geld bringt, ist das Ansehen. Na komm, mit Geräte ausleihen. Und das ist Feld 72. Den Anhänger bringen wir mal weg.
Dann müssen wir 72, also Dingsen und Bumsen. So. Die 72 anbinden ans Netzwerk und Fanglinien einfahren und ja. Dann können wir die Mission mit dem Ansehen beginnen. Es ist nur erschreckend gerade, ne? Wir haben hier ja im Prinzip eine Map mit kleinen Straßen, kleinen Feldern, dass wir hier diese riesen Traktoren bekommen. Ich erinnere mich noch an eine andere Karte. Da haben wir anstatt große Traktoren immer so kleine gekriegt, die nicht nützlich waren. Weil die meistens auch zu schwachbrüstig waren. Ne? Ja. So. Rein. Das raus. Das rein. Lade. Schwaden. Und los geht's. Oh, du machst deinen Job, ne? Auch wenn es ewig dauern wird. Guck mal. Was ein Equipment hier. Jetzt ist da aber kein Saatgut drin. Alter Verwalter. Ah, guck mal, die Saatstärke. Ja. Variable Saatstärke. Das heißt, ich verbrauche dann auch nur wieder so viel wie nötig. Ich werde jetzt zum Hof fahren. Und ihn da befüllen. Mit Saatgut. Und später werden wir dann Saatgut, was übrig bleibt, auch auf dem Hof wieder entladen. Ich weiß nicht, ob der das überhaupt hinkriegt. Ne? So wendig ist er ja nicht, fällt mir da mal so ein. Da geht das schon los. Ne? Na guck. Haben wir dem Haus die Kollision genommen? Und dann kann das ja doch was werden. Oh, N, R, 2800 Euro sind wir jetzt hier in Vorkasse gegangen. Und dann machen wir uns jetzt auf den Weg zu Feld 70, 72. Der einzige Zugang ist von hier irgendwo. Fahr mal hier hin. Und dann werden wir sehen, jetzt noch mal, und dann werden wir sehen, kommt da nicht hin. Dann fahren wir von Hand. Okay, ihr Lieben, vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen, mitmachen, dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kommentare gerne auch auf Discord. Den Link zum Community Discord-Server findet ihr in der Videobeschreibung.
Abonnieren nicht vergessen, das ist bei YouTube völlig gratis. Und beim nächsten Mal gucken wir uns das Spektakel auf Feld 72 an. Mit dieser Seemaschine. Ja, und wenn ihr Lust habt, werft doch mal einen Blick in meinen Shop. Der Link ist auch in der Videobeschreibung. Taschen, Kleidung, Mützen, Kaffeetassen findet ihr alles dort. Vielleicht ist ja für euch was dabei. So. Oh ja. Ich war, bin und bleibt der Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen. Und was in der heutigen Zeit natürlich das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.